and welcome to this live telecast on the Hockey India League Player Auctions 2015. Da ist Hockey, glaube ich, in Deutschland auch eben einfach noch nicht so weit, dass die Leute sich sagen, ja klar mache ich das, weil das ist einfach unglaublich lukrativ. Und denken sich, ja, so 6 Wochen in Indien, das ist ja auch lang. Und die Gedanken kann man mit Sicherheit auch total nachvollziehen. Die Frage ist eigentlich eher, mit welcher Begründung sollte man diese Chance ausschlagen? Florian Fuchs. So, where will he be for him then? Put him in. He's a German player. He's 23. 41,000. 41, I'll take 2 now. 66,000. He's being sold. He's over here. 67. 84, do you want 5? At 84,000, he's here. Ja, komm, at 84,000, he's with the Bangman buyer. 96,000. He goes. If you've all done, did you want one? No? At 96,000, the bid's here then. This is so geil. Thank you, the Bang Mumbai. And thank you to the Wizards as well. Der Vergleich mit Fußball ja, hinkt absolut. Das sind natürlich ganz andere Summen. Die verdienen das in der Woche oder im Monat regelmäßig. Also da sind wir natürlich ganz weit von entfernt. Und es ist ja ein Fakt, dass Hockey einfach eine Randsportart ist, mit der wir nicht viel Geld verdienen können. Dementsprechend studieren wir alle nebenbei. Deswegen arbeiten wir auch. Und ich glaube, da sind wir auch gar nicht böse drüber, dass wir nebenbei noch etwas schaffen können. Aber natürlich heißt das nicht, dass wenn wir Weltklasse-Niveau haben oder oben mitspielen, dass wir dann nicht auch mal ganz gerne ein paar Euro verdienen. Und da ist das, glaube ich, einfach wahnsinnig schön, dass nach dieser ganzen harten Arbeit und dass wir wirklich wahnsinnig viel reinstecken in diesen Sport, auch dann was zurückgezahlt bekommen. Here we go. Here's another star. 59, the Wizards there. 59, 59, 59, UP Wizards. Ich weiß, wie das Mittagessen bezahlt. 76, take 7 now. At 76, 77, 78. 78. Hier, der Schnurrbartjunge hat irgendwie eine Idee. 85, 85, I take 6 now. At 85, back with the Wave Riders there at 85. 94 here. First, 94. Did you want 5? 95, 95, the Wave Riders. You're both out there. At 95, you're back. Unfassbar! Yeah. 100,000. Sells 105. Thank you. Yeah. Kalinda Ramsey. Das ist so krass. Kalinda Ramsey. Ja, eine Familie ist ja auch durch nichts zu ersetzen. Und da ist es eben doch schon im Vorfeld bei mir so gewesen, dass ich mir diesmal eine höhere Nummer gewünscht habe, um dann auch konkret das für mich auch so zu rechtfertigen, um zu sagen, pass auf, das ist ein unmoralisches Angebot, das kann ich nicht ablehnen. Hello and welcome back to Hero Hockey India League Finals.